Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schon wieder aus Wien. Ihr habt es gerade eben schon gesehen. Die Viktoria hat die Tür geöffnet. Die Viktoria läuft da vorne übrigens. Heute Thema des Videos. Wir haben ja Winter und die meisten Leute fangen jetzt an zuzunehmen und Massephase zu machen. Ich werde auch so ein bisschen versuchen, ja, aufzubauen. Nicht so krass, aber heute gebe ich euch 6 Tipps für Leute, die ein bisschen dünn sind und zunehmen wollen. Viel Spaß! Okay Leute, wir sind im Auto auf dem Weg zum Supermarkt, passend zum Thema. Und Tipp Nummer 1, du bist schon richtig gespannt, oder? Total. Tipp Nummer 1 für euch Skinny Boys da draußen ist, wiegt euch nicht jeden Tag. Erste Regel natürlich, ihr wiegt euch immer zur gleichen Uhrzeit. Und meistens ist das am besten, wenn ihr es morgens früh macht, irgendwie nach dem ersten Toilettengang und... Alles gut, nach dem ersten das Toilettengang. Das ist so. Ja, ja. Ich okay. Kenne mich nicht so gut aus, ich wiege mich nie. Aha. Okay, also zurück zum Thema. Ihr wiegt euch am besten einmal die Woche, weil sonst macht ihr euch einfach total verrückt, dass ihr irgendwie zunehmen wollt und es klappt nicht richtig oder so. Deswegen Tipp Nummer 1, wiegt euch einmal die Woche und dann habt ihr auch einen guten Fortschritt. Tja. Bei einer Diät würde ich es anders machen, aber also zum Abnehmen, aber zum Zunehmen wiegt euch lieber nur einmal die Woche, denn die Schwankungen können ganz, ganz massiv sein. Wenn ihr mal mehr oder weniger Kohlenhydrate esst, mehr oder weniger Salz, habt ihr mal eben 3-4 Kilo mehr Wasser und das macht einfach keinen Sinn. Deswegen einmal die Woche wiegen. Jo. Okay, Tipp Nummer 2 kommt später. So, wir sind... Boah, meine Stimme ist voll kaputt heute. Im Spar. Spar ist ja irgendwie tot bei uns in Deutschland. Und gehen jetzt einkaufen. Regel Nummer 2, Tipp Nummer 2, ist die 1-2-Regel. 1-2 vor oder nach dem, 1-2 Stunden vor oder nach dem Training halt essen und trainieren. Genau. Kurze Frage an alle. Findet ihr nicht Spaghetti unglaublich kompliziert zu essen? Spaghetti sind das Beste einfach. Guck mal, es gibt Chili-Nudeln. Und vegan. Na, alles nur keine Spaghetti. Spaghetti sind einfach zu kompliziert zu essen. Guck mal, hier steht überall vegan drauf. Das ist ja richtig krass. Ja, ist die vegane Abteilung. Nein, für dich sind die bestimmt toll. Für dich nicht? Nein, weil sie scharf sind. Extra nicht die, scharf. Es gibt auch Fischen. Ja, okay. Aber die sind schon teuer. Oder? Also ich finde. Ja, weil Recher es draufsteht, ist ja logisch. Ah, weil Recher es draufsteht. Ist logisch. Nicht Recher es, Recher es. Tipp zwischendurch: Vollkornnudeln haben immer mehr Protein als ganz normale Nudeln. Dann habt ihr ganz, ganz fix alles voll an Protein. Die haben jetzt 12 Gramm Protein auf 100. Ja, Tipp Nummer 3 übrigens. Versucht immer Proteine und Kohlenhydrate zu mischen. Ihr braucht eh die Proteine und da wir ja keine Diät haben, könnt ihr auch Kohlenhydrate ohne Ende essen. Und gerade wenn ihr Schwierigkeiten habt, viel zu essen, nehmt ruhig auch die Fette höher. Kein Problem, ne? Okay,
Okay, sie ist voll abgelenkt von den Riegeln hier. Ja, auf jeden Fall könnt ihr auch einfach die Fette höher nehmen. Ist überhaupt kein Thema. Und wichtig ist, Proteine müssen natürlich immer gedeckt sein. Aber was ist für dich das Wichtigste im Zunehmen? Ich nehme ja nie zu. Alle Frauen werden dich hassen, wenn du das sagst. Ich bewege mich einfach so viel, deshalb nehme ich nicht zu. Weil wir müssen auch überlegen, die isst auch, was sie will. Sie achtet überhaupt nicht Sag auf die Ernährung. Sag das doch nicht. Die isst, was sie will. Und wiegt sich auch nie. Ich zeige euch jetzt den Einkaufskorb nicht so. Aber obwohl, der ist gar nicht so schlimm, ne? Ich reiß mich voll zusammen. Sie reißt sich voll zusammen. Das ist übrigens Vickys Lieblingsabteilung. Das ist so Hauptbestandteil ihrer Ernährung. Und zwar, welche sind am besten? Western Style sind richtig, richtig gut. Wirklich gut. Und Käsechips. Aber Käsechips muss man mögen. Dann bist du mich aber los, wenn du jetzt die Käsedinger isst. Warum? Weil man voll stinkt danach. Stinkt dir gar nicht. Man stinkt richtig hart danach. Man kann auch Zähne putzen. Das hilft nicht. Dann esse Dieser ich halt künstliche danach Käsearoma, das ist richtig eklig. Balsamico-Chips. Balsamico sind echt geil. Ja. Die Frau braucht immer mildes Wasser. Das mild? Nicht ohne, das blaue. Das ist ohne. Bei uns ist die Farbe mild. Aber das ist ohne. Das ist ohne. Steht doch drauf ohne. Aber das war ja voll stark. Gestern, heute. Der prickelt ist noch stärker. Schießt er direkt die Kohlensäure in die Nase. Leute, das ist übrigens hier die breite Kasse für Bodybuilder. Die kleine Mini-Strecke? Nein, man muss sich immer anschnallen. Okay, wir sind auf dem Rückweg vom Spar zurück nach Hause und es gibt Tipp Nummer, ich glaube, 4. Auf jeden Fall Fokus einfach auf Kalorien. Am Ende des Tages ist das Allerwichtigste, wenn du zunehmen willst, dass du genug Kalorien gegessen hast. Du musst nicht übertreiben, wie ich damals. Ich habe eine Zeit lang 8000 gegessen, dreiviertel Jahr lang, und bin dann auch ordentlich fett geworden. Die Leute von früher wissen noch Bescheid. Und ja, du musst aber auf jeden Fall einfach dich darauf konzentrieren, dass du immer genug Kalorien isst und kein Kaloriendefizit hast. Nie. Keinen einzigen Tag. So, zurück. Es gibt nur noch 2 Tipps. Der vorletzte Tipp sind Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall. Weil ihr könnt es euch auf jeden Fall viel, viel leichter machen, wenn ihr sowas wie noch einen Weight Gainer benutzt. Wenn ihr es nicht schafft, genug zu essen, dann ist es keine Schande, sowas mal zu benutzen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Okay, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Es gibt allerdings noch den letzten Tipp jetzt für euch und dann fasse ich euch nochmal alle Tipps kurz zusammen. Also der allerletzte Tipp von mir, Tipp Nummer 6, ist, macht's euch einfach mit der Ernährung, also nicht zu kompliziert. Wenn es sein muss, gilt das Gleiche wie in der Diät. Esst ihr halt einfach morgens, mittags, abends immer das Gleiche, jeden Tag. Dann habt ihr es einmal getrackt, wisst, wie viel Kalorien, wie viel Eiweiß, Proteine, Fette ihr habt und dann Eiweiß, Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett ihr habt und dann steht das Ganze und es ist unkompliziert. Nochmal zur Wiederholung. Tipp Nummer 1 war, genau, das ist super, da muss ich nicht so Animationen einbinden. Ja, ja. Und so. Tipp Nummer 1 ist, wiegt euch nicht jeden Tag, sondern nur einmal die Woche. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2, die 1-2-Stunden-Regel. Das heißt, 1-2 Stunden vor oder nach dem Training erst essen. Dann habt ihr am meisten Energie fürs Training und ihr habt am besten Regeneration nach dem Training.
Tipp Nummer 3. Proteine und Kohlenhydrate immer zusammen mischen. Dann habt ihr auch die optimale... Auf jeden Fall isst immer Proteine und Kohlenhydrate zusammen. Tipp Nummer 4. Allgemein ist das Allerwichtigste, dass ihr eure Kalorien einfach voll bekommt. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, egal wie. Tipp Nummer 5. Nahrungsergänzungsmittel. Wenn es nicht anders geht, dann greift vielleicht sogar auf so einen Weight Gainer zurück, auf Shakes. Und was ich immer dazu nehme, ist Kreatin. Wenn ihr es kombinieren möchtet, noch mit Beta-Alanin, habt ihr es noch viel besser. Aber ich persönlich mag einfach Beta-Alanin, das Gefühl, also dieses Kribbeln und so, mag ich einfach nicht so gerne, deswegen nehme ich es nicht. Und ja, Tipp Nummer 6, macht es euch einfach und haltet durch. Ich kann euch sagen, desto mehr ihr esst, desto mehr Hungergefühl werdet ihr haben, desto leichter wird es mit der Zeit. Und ihr müsst euch halt leider vielleicht dran gewöhnen, auch zu essen, wenn ihr keinen Hunger habt. Wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Lebensmitteln oder sonstigen kleinen Tipps und Tricks, ich war mal richtig dünn und bin auf 92 Kilo hoch, also wenn ihr da Fragen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und bis dahin. Tschüss. Du hast die letzten Animationen vergessen. Achso. Ich hab gedacht, das blendest an. Abonnieren nicht vergessen. Bing. Kommentieren. Brr.